Die Camper verlieren die Lust, die Fleischlobby hat Tessa vertrieben und Jana nervt mich immer mehr und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Auch einigermaßen ausgeschlafen. Wir nehmen mal wieder am Folgetag auf. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir heute sollten wir vielleicht mal wieder direkt nach der Folge aufnehmen. Ja, das kriegen wir hin. Aber insofern, guter Start in die Woche. Also fühlt mich ganz frisch. Und du? Ja, leicht verschnupft, aber ich habe irgendwas mir eingefangen. Aber sonst ganz okay. Aber meinst du, das Dschungelcamp hältst du noch durch, ja, bevor du zusammenbrichst? Ja, das halte ich durch, ja. Sehr gut. Ja, worüber reden wir denn jetzt, Tag 10? Also, irgendwie so eine Filler-Episode, hatte ich den Eindruck. Ja, es war eine Sonntagsfolge, an der überraschend wenig passiert ist. Trotzdem 25 Minuten haben wir überzogen. Wo stehen wir eigentlich beim Überziehungscounter, Dennis? Willst du das vielleicht mal kurz die Leute updaten? Wenn ich richtig getrackt habe, sind wir jetzt bei 207 Minuten insgesamt. 207 Minuten in 10 Tagen, also ja. Im Schnitt 20 Minuten. Minuten pro Tag, genau. Dafür könnte man auch einfach jedes Mal einfach 15 Minuten, na egal. Naja, Sendungsplanung und ja. So. Also viel zu erzählen gibt es nicht. Es wurde sehr viel, sehr viele Kleinigkeiten wurden ausgetauscht. Jamila hatte so einen kleinen Durchhänger. Gigi hat auch nicht mehr so richtig Böcke und hat im Dschungeltelefon so ein bisschen rumgeheult, dass er seine Freundin vermisst und so all das Übliche, was halt so im Dschungel vorkommt, aber davon irgendwie alles und keine richtig großen Schlachtlinien mehr. Ja, also es wurde so ein bisschen angeteasert, das ist halt die Nummer mit dem Pizza. Ich werde das Wort Pizzagate nicht benutzen, weil das hat dummerweise, ist ja schon durch was anderes geclaimt, was ich nicht unterstützenswert finde. Und das zog sich wie so eine Vorankündigung immer wieder durch, aber dann der richtige Streit war ein bisschen lasch, ehrlich gesagt. Also man hat dann, also Background, es gab eine Nachtschatzsuche, da mussten Gigi und Cosimo ran. Sie hatten irgendwie am Ende 4 Eier bekommen und hatten aber die Wahl. Nehmen sie 4 Eier mit ins Camp oder essen sie jetzt an Ort und Stelle diese Pizza, die auch nicht mal gut aussah. Das war einfach nur eine normale Pizza. Und so lange, wie sie da lag, wird die auch kalt gewesen sein. Richtig. Ne? Kann man davon ausgehen. So. Während man bei Cosimo richtig Gewissensbisse sah. Oh ja, oh ja. Und auch weiterhin auch sah tatsächlich. Der Mann hadert mit sich selber. War Gigi relativ schnell dabei, als erster zuzugreifen, und dann waren auch die Dämme bei Cosimo gebrochen, leider. Und sie haben sich die Pizza reingezogen. Und dann ging es zurück ins Camp und ich weiß nicht, ob sie einen Schweigepakt vereinbart hatten, aber scheinbar hat sie der RTL dann aufgefordert, das bitte mal zu erzählen, via Dschungeltelefon. Ja, die sind nicht so richtig aus dem Knick gekommen. Die sind schon nach Hause, also zurückgekommen ins Camp und haben gesagt, ja, erklären wir morgen, reden wir morgen drüber, machen wir morgen in Ruhe. Und dann sind sie ins Dschungeltelefon gebeten worden, in der Tat. Naja, ich hätte mir auch mehr darunter vorgestellt. Alle waren natürlich verständlicherweise sauer und haben sich auch dementsprechend geäußert, aber das kam jetzt nicht zu einem Riesen-Eklat. Nö. Dafür, dass es das erste Mal war, dass jemand auf die Versuchung reingefallen ist, war das ganz schön lau. Ja, also es wurde halt gesagt, es war unsolidarisch, ich hätte es nicht getan, bin enttäuscht von uns. Den größten Flack hat überraschenderweise Cosimo abbekommen, den man halt auch angesehen hat, dass es ihm das leid tut und irgendwie sich damit böse fühlt. Während er hat sich auch entschuldigt direkt und Gigi hat einfach nur gesagt, ja, nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte halt nur so 4 Eier, ist halt total wenig für alle, ist lieber die Pizza. Der war einfach stumpf. Genau, und Cosimo wurde dafür dann tatsächlich auch angegriffen. Ich fand das fand ich tatsächlich komisch. Und die komischste Verteidigungslinie hat ja Jana aufgemacht. Ja, oh Gott. Die dann irgendwas schwadronierte hat von irgendwie frei, bla und überhaupt. Und hat auch keiner gerafft. Ich glaube auch Cosimo und Lili waren nicht drüber froh, dass sie gerade jetzt von Jana verteidigt werden. Ja. Naja, aber dieser Streit hat genau, weiß ich nicht, 2 Minuten angehalten. Dann ist es zwischen Tessa und Cecilia wieder eskaliert und sie haben sich beide angebrüllt und angeschrien. Tessas Linie ist jetzt mittlerweile, dass einfach Cecilia aggressiv ist und Cecilia sagt, Tessa ist immer wieder rauf und runter und könne sich nicht entscheiden, was sie gerade wolle. Ja, hatten wir ja auch schon besprochen, ne? Cecilia drückt halt Knöpfe ganz gerne und Tessa hat sich dann nicht so, ist halt nicht so souverän, wie sie sein müsste in der Situation. Ist halt, ja,
irgendwie, aber es ist halt, wir haben es jetzt auch schon ein paar Tage und es ist auch, glaube ich, jetzt ganz gut, dass eine der beiden tatsächlich gegangen ist, um das schon mal vorwegzugreifen, damit das zumindest vorbei ist. Denn das ist, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, Streit ja, aber der Streit ist irgendwie langweilig, da passiert ja gar nichts. Der ist auch nicht produktiv, viel, da kommt nichts voran. Genau. Dschungelprüfung können wir noch ganz kurz erwähnen, da hat sich Cecilia sehr gut geschlagen, muss man schon sagen. Definitiv. Hat 9 Sterne geholt und war auch eine coole Prüfung, fand ich. Ja, es gab halt dieses Flugzeug, da ist sie sehr souverän rumgeturnt, ohne so richtig also gar keine Höhenangst zu haben. Das Einzige, was sie mit Problemen hatte, war die Knoten. Das ist scheinbar das Learning, das man mal mitnehmen sollte, dass man vorher Knoten lösen übt. Und sich keine Fingernägel drauf machen lässt, bevor man ins Camp geht oder so. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Learning, nicht vorher die Lippen aufspritzen lassen, keine Fingernägel machen lassen, Knoten üben, Kissen mitnehmen. Das sind so die 4 Vorbereitungen. Ja, und vielleicht, wenn man jetzt so die jetzige Staffel sich mal anschaut, vielleicht auch eine eigene Zahnpasta mitbringen, die nicht brennt. Das ist auch ein neues Thema, oder? Das hatten wir vorher nicht, oder? Dass die sich darüber beschweren, dass die Zahnpasta brennt? Höre ich zum ersten Mal. Ja. Wobei das auch zuerst von Jamila kam und dann hatte ich so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, wer weiß, was mit deinen Lippen noch so alles geht. Aber ich meine, kann ja sein, ne, dass sie halt irgendwie im Flugzeug bei wenig Druck irgendwie noch mehr angeschwollen sind oder so, also alles ein bisschen uncool. Aber das haben jetzt mehrere schon erwähnt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist auch nicht so richtig aufgenommen worden von RTL. Ja. Vom RTL, Entschuldigung. Sondern immer nur so kurz dargestellt worden von den Leuten. Naja, ich wollte noch ganz kurz ein Lob aussprechen, nochmal zur Dschungelprüfung zurück. Das fand ich schon krass. Die ist echt auf dem Ding rumgelaufen, als würde das halt fest auf dem Boden stehen, ne? Ja. Und hat gar nicht nach unten geguckt. Wahrscheinlich muss man es so machen, aber einfach ist es nicht. Das war schon sehr gut. Und es tut mir ehrlicherweise ein bisschen weh, dass sie das so gut hinbekommen hat, weil damit klar war, dass sie das Camp nicht verlassen muss. Richtig, ja. Ja, das ist dann das Teil des Deals. Wenn man halt so eine gute Leistung ablegt, dann muss man halt leider rewarded werden, auch wenn man es sonst eher anders ist. Ist dann verdient, ja. Genau, ist dann verdient halt tatsächlich. Beim Essen gab es nochmal ein bisschen Ärger. Es gab ja dann 9-Sterne-Essen. Ja. Was ja schon mal ganz ordentlich war. Es gab irgendwie frische Papaya, es gab ein bisschen Känguru und Avocado. Und beim Essen merkt man jetzt so ein bisschen, da gibt es jetzt immer mehr Streitpunkte zwischen den Fleischessern und den Veganerinnen, was ja nur 2 sind. Lukas hat gesagt, nee, hier sind nur die Avocado für euch und so. Die könnt ihr haben. Und ansonsten könnt ihr hier könnt ihr das Essen mit allen anderen teilen. Das ist tatsächlich ein echtes Problem. Und da empfinde ich die Gruppe als Ganze auch als sehr unsolidarisch, weil die sich nicht mal hingesetzt haben, um sich eine Regelung zu überlegen, wie man das denn jetzt macht. Ne? Also wie geht man mit den Leuten, die eben keine tierischen Produkte essen wollen, wie geht man mit denen um und wie sorgt man dafür, dass alle halbwegs damit zufrieden sind, wie viel die Leute kriegen und wovon gegessen wird. Ich meine, was auf der Hand liegt, ist, dass jetzt die Portionen nicht einfach schrumpfen können, nur weil die kein Fleisch essen. Ja. Aber es gibt halt immer so die beiden Fronten, die mal so kurz dargestellt werden, so, nee, hä, das Essen ist für alle, das wird halt geteilt, dann achten wir nur drauf, dass ihr ein bisschen mehr davon bekommt. Oder eben die Sache, nee, es gibt so ein paar Produkte, die sind nur für uns. Ja. Und das verstehe ich wirklich nicht, warum das nicht passiert ist. Es gab dann ja auch noch einen kleinen Zoff zwischen Tessa, die wahrscheinlich deswegen angefressen war mal wieder, weil sie ja nur die Avocado bekommen hat. Und sich dann auch geärgert hat, dass sie da dieses für sie sehr unangenehm eklige Fleisch gesehen hat, was da verarbeitet wird. Und hat dann gesagt, das sind irgendwie tote Leichen. Und das hat Claudia mitgenommen und hat sich sogar die Ohren zugehalten, weil sie nicht hören wollte, dass sie tot ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es ist auch irgendwie klar, dass sie da irgendwie totes Tier ist. Also ja, das ist tatsächlich, Claudia ist tatsächlich die Stufe von Fleischesserin, die das noch verleugnet so richtig. Also während, ich glaube, in der Gesellschaft mittlerweile so klar ist, ja, wir essen tote Tiere, sind tote Leichen, whatever. Es ist einfach, das waren mal Lebewesen, wir haben sie für unsere Nahrungsaufnahme getötet. Das ist der Deal, alle wissen Bescheid. Claudia war noch so, la 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 la, ich will gar nicht wissen, woher es herkommt, ich will nur einfach genießen. Aber es genau, ist so, ich will das nicht hören und du machst mir irgendwie, du sorgst dann dafür, dass ich keinen Appetit mehr habe oder so.
Also bitte. Also das ist halt so, also aber klar, wahrscheinlich im Fernsehen, wenn jedes Mal, wenn so eine Tierrechtsdoku kommt oder wenn so Stelle, ist einfach direkt weg, weil man sich ja nicht den Kentucky Fried Chicken Bucket kaputt machen lassen mit 20 Stück. Ja, die ich sehr vermisse, by the way, als Veganer. Achso, aber gibt's da, hat KFC nicht mittlerweile vegane Sachen? Nee, das ist nur vegetarisch. Also, echt? Das sind einfach, das sind Hundesöhne. Weil im Jahr 2023 bringt man nichts mehr Vegetarisches raus. Entweder ist es vegan oder es ist totes Tier. Dazwischen gibt's nichts mehr. Naja. Ich will kein Eutersekret in meinen Nuggets. Musst du ja auch nicht haben. Ist es einfach nicht. Das stimmt, ich tue es einfach nicht. Dann noch eine Frage, Dennis. Findest du, Lukas zeigt immer mehr sein wahres Gesicht? Ja, es ist ein Arschloch. Ja, genau. Also, er hat sich halt scheinbar im Griff und weiß, wie man halt so ein bisschen einfach freundlich nett ist. Es ist halt diese Pose, die er gegenüber auf der Bühne auch hat. Einfach gegenüber den Fans freundlich nett sein, irgendwie die Show abliefern. Aber man merkt so, dass der einfach keinen Bock auf sowas hat. Er findet die Leute scheiße und hat sich langsam nicht mehr im Griff. Und das lässt er halt raus. Weil jetzt auch diese Avocado-Nummer, auch sonst, wenn es um den Streit geht. Die Nummer jetzt einfach Damilia die Doppelschicht machen zu lassen. Er war doch gerade wach einfach. Warum soll Damilia jetzt noch jemanden wecken? Er war jetzt einfach wach. Er hätte es einfach machen sollen. Ich verstehe es nicht. Vor allem hätte er erkennen müssen, dass Jamila jetzt nicht unbedingt Lust hatte, gerade Claudia zu wecken. Ja. Das war schon ein bisschen arschig. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange er tatsächlich auf war und wie lange er geschlafen hat. Das hat man natürlich da nicht gesehen in der Szene. Aber das wirkte schon ein bisschen arschig. Das Mindeste, was ich irgendwie meine, was er hätte tun können, ist irgendwie helfen, jemanden zu finden, der es macht oder so. Oder dann halt auch irgendwie sich drauf einzulassen, pass mal auf, da mache ich jetzt eine Stunde, dann wecke ich dich gleich oder so. Ja. Hätte er auch machen können. Aber diese Doppelschichten, der nächste Tag ist einfach die Hölle. Ne? Ja. Wenn du 2 Stunden in der Nacht nicht schläfst, okay, aber wenn du halt 4 Stunden in der Nacht nicht schläfst, ist es halt einfach scheiße. Du darfst nicht schlafen im Camp, das ist verboten tagsüber. Und wenn du so müde bist, aber den ganzen Tag Langeweile hast, weil nichts passiert, also es sei denn, irgendjemand geht, also es gibt Essen, dann geht jemand zur Prüfung, dann wartet man, bis die Person wiederkommt, dann gibt's Essen, dann gibt's Interviews. Und dann gibt's abends nochmal Essen, passiert da ja nichts. Ja. Das ist einfach arschlangweilig. Und da muss man sich auch wach halten. Und dieses sich zwanghaft wach halten müssen, ist schon halt echt quälend. Insofern muss ich auch wirklich sagen, fand ich sehr unangenehm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das häuft sich bei ihm in den letzten Tagen. In der Tat. Das war's dann so langsam, oder? Hast du noch was? So langsam war's. Das ist eine wahnsinnig kurze Episode heute, aber ich kann mir echt nicht mehr viel ausdenken. Wir können noch über den Auszug von Markus, können wir auch nichts Großartiges sagen, weil das war halt so ein, zieht er aus und dann sieht er seine Frau wieder und die nehmen sich in den Arm. Ja, es ist so ein bisschen so, als wäre Markus halt fürs Wochenende fürs Camping weggefahren und hat jetzt wieder nach Hause gefahren zu seiner Frau. Er kennt sich damit ja auch aus, mit dem Camping. Ja. Tessa ist raus. Ist jetzt die spannende Frage, wer als nächstes rausgeht. Ich habe noch erstmal eine Theorie, warum Tessa raus ist. Oh ja, bitte. Ich glaube tatsächlich, sie hat es halt mit dem Rausstellen des Nicht-Fleisch oder keine tierischen Produkte konsumierens übertrieben und hat Leute gegen sich aufgebracht, die vorher noch für sie waren. Du darfst nicht vergessen, das ist RTL-Publikum. Ja. Die gucken ansonsten Mario Barth. Das stimmt. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich kann es mir echt gut vorstellen. Also jetzt guck, also es gibt halt deutlich, ich sag mal, weniger unterhaltsame Menschen in diesem Camp, finde ich. Ja. Es muss eigentlich Antipathie sein. Ja. Ne, weil Aufmerksamkeit kriegt sie genug, es muss Antipathie sich nicht scheren sein. Und das hat sie in den letzten Tagen jetzt ja halt deutlich, deutlich rausgestellt. Vielleicht hatten die Leute aber auch keine Lust mehr auf den Streit. Und das betrifft Cecilia genauso und die ist jetzt nur gepusht worden, weil sie so eine gute Prüfung hatte. Aber irgendwo in dem Bereich wird sie es abspielen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es echt ein bisschen übertrieben hat. Und damit, sag ich mal so, das Claudia-Publikum verschreckt hat. Ja, in der Tat. Ja, also wer geht denn als nächstes? Das wird spannend. Ich glaube, es wird tatsächlich Jana, weil man hat da gewinnt dadurch nichts, dass sie da rumlungert.
Es war ja im Gegensatz zu Tanja Schumann, war das ja, man hat sie ja sichtbar leiden gesehen, man konnte sie daran laben. Aber Jana zieht sich ja noch mehr zurück und ist einfach nur in der Natur, steht rum und macht halt komische Geräusche. So. Ja, also ich würde es mir auch wünschen, ja, damit das mal irgendwie ein Ende hat. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Jamila ist jetzt so ein bisschen irgendwie das Dschungelmaskottchen. Ja. Habe ich so den Eindruck, alle kümmern sich mal drum und wird mal rumgereicht und alle knuddeln sie mal und streicheln sie. Das bringt sicherlich auch ein paar Sympathien, obwohl da ja ansonsten auch nicht viel Unterhaltsames ist. Also es gab mal so ein paar Gespräche am Feuer, wo sie ein bisschen was gemacht haben, aber das ist alles irgendwie, das war noch nicht mal ein richtiges Aufflammen, würde ich sagen, und das ebbt jetzt sogar schon ab. Ja. Bis auf dieses, die ist ja ganz nett und so, ist da irgendwie nicht viel übrig. Ich kann mir auch ehrlicherweise vorstellen, dass Gigi langsam reif ist. Ja, das kann dazukommen. Also langsam ist der Taupunkt von vielen gekommen an der Stelle. Und so richtig aufblitzen tun ja tatsächlich noch Cosimo. Bei Papis ist ja noch ein bisschen Energie dabei. Julina ist immer noch hoch am Leveln. Ja. Cecilia kommt ja erst ran, hat sich mit der Prüfung sehr gut vorgelegt. Aber der Rest vegetiert tatsächlich. So, und da kann es halt gut sein, dass da fliegen. Zumal die sich ja auch wahrscheinlich auch mit dieser Pizzanummer jetzt nicht sonderlich beliebt gemacht hat. Also, sagen wir mal realistischerweise Jana, hoffentlich Gigi. Ja, finde ich gut. Darauf kann ich mich einigen. Das ist ein schöner Formelkompromiss. Finde ich gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch schon wieder rumgebracht und dann hören wir uns morgen zur nächsten Ausgabe. Ja. Wenn ihr mögt, dürft ihr uns gerne auf Twitter folgen, @dschungelpod heißen wir da. Ja. Ich habe fast Dschungelpodcast gesagt, aber es ist dschungelpodcast.de/unterstützen, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr herausfinden wollt, wie ihr uns irgendwie unter die Arme greifen könnt, die ganze Nummer hier am Laufen zu halten. Und ansonsten hören wir uns morgen und hoffen auf eine etwas ertragreichere Episode. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Bisschen mehr. Aber schlimm war es immer noch nicht. Nee, es war jetzt nichts. Nicht schlecht unterhalten. Es war noch kein richtiger Stinker dabei. Nö, das nicht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Bis morgen. Bis dann. Ciao.